Sigis Band, unsere Humpis Band hier bei Humpis der Talk. Herzlich willkommen im zweiten Teil unserer heutigen Sendung. Neben mir sitzt Karim Kawatmi. Er ist der Star am Musical Theater, dem Apollo Theater in Stuttgart. Und direkt gegenüber gibt es das Palladium Theater. Dort wird Tanz der Vampire gegeben. Und dort steht auf der Bühne Graf von Krolok. Als Graf von Krolok ist er vielen Zuschauern sicherlich bekannt. Jan Amann spielt eine der Hauptrollen im Musical Tanz der Vampire in Stuttgart. Gesangsunterricht nahm der klassisch ausgebildete Sänger bereits zu Schulzeiten. Während seines Studiums für Musik und Theater in München übernahm er die Hauptrolle im Musical Ludwig II. Meisterkurse in New York und am Mozarteum in Salzburg folgten. Ebenfalls verschiedene Schauspielkurse am North Hollywood Acting Center in Los Angeles. Der Musicalstar spielte unter anderem in der West Side Story und beeindruckte das Publikum als Beast in Die Schöne und das Biest. Für seine Doppelrolle als Dr. Jekyll und Mr. Hyde erhielt Jan Amann den Publikumspreis bei den Bad Hersfelder Festspielen. Und damit herzlich willkommen bei Humpis der Talk. Jan, danke, dass du da bist. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich euch auf der Bühne sehe und danach so im wirklichen Leben. Hätte jemand von Ihnen ihn erkannt? Er ist auf der Bühne, denn hier echt unfassbar. Also mir ist das echt schwer gefallen, als ich ihn zum ersten Mal leibhaftig gesehen habe. Grandios. Wie lange sitzt du in der Maske? Eigentlich anderthalb Stunden. Also wir haben anderthalb Stunden Zeit, um diese Maske zu gestalten. Ich nehme normalerweise die erste halbe Stunde mehr Zeit für die Hände, die mache ich dann immer selber. Das ist auch eine schöne... Fingernägel ankleben, die werden getaped und dann kommt da noch Gafferband drum und dann kommt der Sekundenkleber und dann werden sie schwarz gemacht. Und das ist eine schöne, eigentlich auch eine sehr schöne meditative Arbeit, weil man kann sich so ein bisschen auch schon so auf diese Rolle tunneln und ein bisschen empfinden, wie geht's mir heute, was passiert mit mir heute und wie war der Tag und das beiseite lassen und dann mal gucken, was man dann von sich selbst mit in die Rolle mit einnimmt, weil das ist auch immer sehr interessant. Okay. Wie Karim eben gesagt hat, so ein bisschen ein Quäntchen von einem selbst, wie ist das Befinden, das fließt immer mit in die Rolle ein. Das ist auch immer ein Segen, weil man das eigentlich auch sehr gut nutzen kann. Vielleicht boomen ja deswegen die Nagelstudios so, weil das so eine Art meditativer Ort ist. Ja? Das ist gut möglich, ja. Allerdings meine Krallen sind wirklich nicht sehr lang und gefährlich. Sehr lang, ja, und auch nicht schön. Du stehst mit Lucy Scherer auf der Bühne. Die war auch hier mal zu Gast in der Sendung, beziehungsweise das war die Sendung, in der ich in Stuttgart war. Wie nah kommt man sich denn so als Darsteller? Eine Bissweite. Also nein, eine normalerweise beißen tue ich sie schon, also so nah komme ich ihr. Man versteht sich natürlich als Kollegen wunderbar. Es gibt auch natürlich andere Gelegenheiten und andere Möglichkeiten, wo man sich vielleicht nicht so versteht auf der Bühne. Es gibt Kollegen, die man vielleicht nicht so gerne mag und das kann auch mal passieren. Aber auf der Bühne heißt es professionell sein und da versteht man sich eigentlich dann immer gut. Wenn man Profi ist, ist eigentlich immer alles harmonisch. Die Rädchen müssen ja ineinander greifen und das ist sehr wichtig. Ihr seid ja so eine eingeschworene Gemeinschaft, wenn ihr eine Spielzeit zusammen an einem Ort spielt, als komplettes Ensemble. Ihr seid quasi das Pendant auf der anderen Seite der Straße. Lernen sich diese beiden Familien quasi dann auch kennen oder ist man so in seinem jeweiligen Zirkel dann abgeschlossen? Ach du, wir treffen uns schon öfter mal. Ne? Also mittwochs, dann machen wir so einen Kantinentausch. Dann komme ich gerne mal ins Apollo-Theater und dann trinken wir ein Weinchen. Das ist immer ganz schön, dass man die Kollegen auch sieht. Genau, und das ist ja auch immer ganz, ganz nett. Mhm. Wir haben vorhin so ein bisschen gesprochen über das Tingeln, das ihr quasi als Beruf habt. Also ihr spielt immer ein, zwei Jahre an einem Ort, wechselt dann wieder auf eine andere Bühne oder geht sogar auf Tourneeproduktion. Was ist denn für dich der Reiz genau dieser Lebensform? Der Ensuite-Produktion, das ist eine große Herausforderung. Ich sage es irgendwie auch immer, es ist eine sehr große Anstrengung, die man damit einfließen lassen muss. Das heißt, also sein Privatleben ist zum Teil auch eingeschränkt und die Arbeit, die ständige Arbeit, immer dasselbe zu machen, ist eine große Herausforderung. Und man merkt auch, haben wir uns eben noch darüber unterhalten, wenn man dann mal 8 Shows gespielt hat, dann geht man wirklich am Montag am Stock. Also das heißt, das Füße hochlegen, entspannen oder vielleicht joggen gehen, den Kopf frei machen, weil das kann wirklich unglaublich schlauchen.
Und, also gerade wenn ihr am Wochenende halt Samstag und Sonntag jeweils zwei Shows spielt, die dann bis zu 3 Stunden dauern. Genau, noch vorher jeweils 1,5 Stunden Maske. Ja. Ich meine, das sind die Arbeitszeiten, da wird ja jeder Gewerkschafter schwach. Ja, und das erfordert auch eine ungemeine Fitness. Und das haben wir eben auch gesagt. Das war sehr interessant, wie fit man sein muss und fit man bleiben muss, dass man auch diese 8 Shows wirklich schafft. Und man muss ja auch eine Qualität halten, um dem Publikum gerecht zu werden. Die zahlen immer den gleichen Preis und wir müssen auch immer eine gleiche Leistung bringen, die natürlich divergiert, je nach Empfinden, aber das heißt nicht, dass die Show schlechter oder besser ist, sondern sie hat eine andere Atmosphäre. Und es gibt Momente, wenn ich furchtbar fies drauf bin, dann bin ich eigentlich meistens auf der Bühne ein ganz anderer Typ. Und weil man das mit einfließen lassen kann. Und das ist immer interessant. Ich kann schauen, wie ich meine eigene Geschichte stricke. Und das heißt, ich komme eigentlich mit einer Agenda auf die Bühne. Und die werde ich dem Publikum natürlich nicht verraten. Das darf ich auch nicht. Ich muss ja der Rolle als Grafen treu bleiben. Aber trotzdem, dieses Geheimnis, was ich mit mir führe, macht den Menschen auch dann immer wieder noch interessant. Und es entstehen andere authentische Momente mit dem Partner auf der Bühne, wenn er darauf eingeht und merkt, was ist denn mit ihm los? Und dann passiert halt eben vom schauspielerischen Zusammenfügen einfach, passieren wirklich schöne Momente. Magic Moments. Du hast auch Magic das Gefühl, dass das auf das Publikum überspringt, wenn dann solche Momente passieren. Ja, das ist eigentlich eine große Sucht. Ich glaube, die Sucht eines Schauspielers auf der Bühne ist, wahrhaftig zu sein. Und wir spielen ja. Und dieses Spielen soll so authentisch wie möglich sein. Und diese Momente, dieses wahrhaftig sein, im Jetzt zu sein, in der Rolle zu stehen und jetzt einen Moment zu haben, der sich nicht wiederholen lässt. Das ist eigentlich immer das große Ziel eines Schauspielers. Und wenn der Moment kommt, das ist toll. Und dann fliegt man von der Bühne und sagt, herrlich. Du bist in Vorbereitung, nehme ich mal an, für eine Tourneeproduktion, die du mit 3 anderen Musical-Stars derzeit in Planung hast. Im Herbst soll es losgehen. Musical ist auch das Thema. Erzähl uns doch ein bisschen, was die Zuschauer erwartet, akustisch und optisch. Also wir haben uns ein Grüppchen zusammengeschustert mit Marc Seibert, Patrick Stanke und Christian Alexander Müller. Und zusammen sind wir die Musical Tenors und wir gestalten eigentlich dieses Thema Musical in einer etwas anderen Form. Das heißt, wir sind natürlich 4 Vokalisten, die das Thema Musical aufgreifen, aber durchaus mit anderen Elementen und auch mit poppigen und modernen Elementen. Und dann kommen auch mal vielleicht auch andere Songs dazu von Queen oder was auch immer. Und die gestalten wir halt in einer sehr frechen und lustigen Form mit Show. Das macht wirklich unglaublich viel Spaß. Und es kommt auch sehr, sehr gut an. Wir sind eigentlich sehr happy. Mit den ersten Tryouts, die wir quasi hatten, sind wir sehr, sehr glücklich. Und es ist eine sehr, sehr lustige Bande, alle 4 zusammen. Also, da freuen wir uns drauf. Und wann geht's los? Es geht jetzt erstmal los im Dezember. Und wir haben jetzt noch etliche Proben, und die wir dann erstmal mit einfließen lassen müssen. Wir haben natürlich ein Programm, das vorerst steht. Das wird noch erweitert. Da kommen noch neue Songmodelle dazu, die dann abendlich gespielt werden. Und ja, dann wollen wir mal schauen, wie die Tour sich entwickelt und wie es weitergeht. Wir haben, glaube ich, jetzt erstmal schon, glaube ich, 8 oder 10 Konzerte, und da sind wir schon gut bedient. Okay. Super, ja. Also super. Es geht, die ersten Konzerte sind schon ausverkauft, und es war also ratzfatz gegen die Tickets weg, und wir sind damit sehr, sehr glücklich. Also wir haben auch sehr viel Spaß auf der Bühne, und das ist auch, glaube ich, das Wichtigste, dass wir Spaß haben und das Publikum halt eben auch. Das überträgt sich dann. Ja, also das Quäntchen Humor ist, glaube ich, einfach unheimlich wichtig. Okay. Wie gesagt, man darf sich selber nicht so ernst nehmen. Ja. Das bringt mich auch auf ein weiteres Thema. Ihr habt etwas gemeinsam geschaffen, ihr habt ein gemeinsames Hobby, das Fotografieren. Das hast du ja vorhin schon angedeutet. Und ihr habt gemeinsam eine Ausstellung konzipiert. Geht es da auch um Humor? Geht es da auch um Lachen? Was kann man dort sehen? Es ist auch was zum Lachen. Auf jeden Fall. Auch ja, was zum Lachen. Ja, also wir sind begeisterte Fotografen. Und es ist einfach interessant, weil wir natürlich vom Schauspiel kommen. Und jeder Schauspieler ist in irgendeiner Weise auch ein bisschen beflissen, was Regie angeht und was Beobachten angeht und das Sehen und ein Spektakel zu sehen und zu sehen, wie Licht funktioniert und wie diese Rolle oder wie eine Szene einfach schlüssig ist und wirkt. Und für einen Fotografen ist das eigentlich die einfachste und schlichteste Form einer Inszenierung, etwas darzubieten, mit Licht alles steht, das Model kann ich so setzen, wie ich will, und ich habe eine Stunde Zeit, um eine Szene zu setzen, die ich mir im Kopf ausgedacht habe.
Und das ist unser großes Hobby und wir machen das eigentlich auch mit sehr viel Humor, mit sehr viel lustigen Bildern und haben da einen Heidenspaß dran. Also wir tauschen uns immer aus mit Karim, was hast du gemacht? Boah, wie hast du das gemacht? Wie findest du das? Ja, das ist, also genau, es ist wirklich herrlich. Und wir stacheln uns da beide immer gegenseitig an. Ja. Hast und du das schon gekauft? Ja. Nein, habe ich nicht. Hast hab du ich das? Nicht, genau. Ja. Und ich habe eine riesen Octavox. Ja, genau. Eine was? Was sind die Motive, die ihr ablichtet? Ist das euer Business quasi, Backstage, eure Kollegen oder was sehen wir? Zum Teil, ja. Zum Teil Backstage, ja. Zum Teil auch wirklich in Bühnenbildern und in Kostüm und Maske natürlich auch. Und also ganz viele unterschiedliche Sachen und wir sind immer beide auch noch dran. Das heißt, wir haben noch nicht die komplette Ausstellung fertig, also die ganzen Motive. Und deswegen wissen wir beide selber, glaube ich, noch nicht, was alles dann wirklich letzten Endes da zusammenkommt. Kommt noch einiges und, zusammen, ja. Aber das macht es eben auch so spannend, weil man kann kreativ sein und man kann das Ganze, also die beiden Berufe, die wir eben haben, dann auch so schön miteinander verbinden und man kriegt auch wieder eine andere Sichtweise und auch eine andere Art von Menschenkenntnis auch wieder dadurch. Mhm. Ganz spannend. Weil man natürlich mit den Kollegen zusammen auf der Bühne arbeitet, aber zusammen mit denen auf der Bühne zu arbeiten, ist wieder was ganz anderes, als wenn die Leute dann vor der Kamera stehen. Ja. Sag mir noch, wann es losgeht mit der Ausstellung und wo ich sie sehen kann. 15. August. Genau. 15. August? In Stuttgart. In Stuttgart. In Stuttgart. Mhm. Dann wünsche ich euch viel Glück, tolle Vorstellungen, viele gute Tage, bleibt fit und gesund. Oh ja. Und viel Erfolg bei der Ausstellung. Wir kommen vorbei mit einem Kamerateam und werden das unseren Zuschauern natürlich präsentieren. Also seien Sie gespannt, ich bin es auch. Tschüss, macht's gut.